Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. In alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, ich habe euch gestern gefragt, was ihr glaubt, was die größte Fitna für die Muslime in der heutigen Zeit ist. Die größte Versuchung, was Gruppe angeht. Nicht was Frauen oder Alkohol oder Geld oder Zinsen, sondern welche Gruppe die größte Versuchung ist. Das war gestern die Frage gewesen. Und ich bin ganz klar der Meinung, Ja, weil es wurden von euch verschiedene Gruppen genannt. Es wurden Takfiris genannt, Khawarisch genannt, Shia genannt, alles Mögliche wurde genannt, ja. Und ich glaube, oder ich bin mir ziemlich überzeugt, zumindest hier in Deutschland, dass diese sogenannten liberalen, moderaten Muslime die schlimmste Versuchung sind. Und zwar, aus welchem Grund? Warum sehe ich die zum Beispiel schlimmer als, warum sehe ich die zum Beispiel gefährlicher an als bestimmte Leute, die sich dem Islam nicht zuschreiben, aber viele Gelder haben und viele Lügen über den Islam erzählen? Weil der Feind, der im eigenen Haus sitzt, ist gefährlicher als in der Regel, nicht immer, gefährlicher als der Feind außerhalb des Hauses. Ja? Und die Täuschung, die diese Menschen hervorbringen können, weil sie ja im Gewand des Islam kommen, das ist sehr trügerisch. So. Und ich glaube, dass die Modernisten, die sogenannten liberalen Muslime, zumindest hier in Deutschland, ich kann über andere Länder, möchte ich nicht sprechen, die größte Versuchung sind. Aus welchem Grund? Erstens, weil sie massiv gesponsert werden, massiv finanziell unterstützt werden, gehypt werden und dadurch einen großen Radius für ihre Dauer, für ihre Missionierung bekommen. Sie können in Schulen reden, in Universitäten können sie ihren Quatsch verbreiten, sie werden in jede Talksendung eingeladen. Das heißt, überall wird man mit diesem Gift vergiftet. Die zweite Sache ist, es ist schmackhaft. Man hat in Deutschland einen gewissen weltlichen Druck und plötzlich kommt jemand mit einer Alternative. Hier, nehme diesen Islam an, der Islam XY, ja, wo auf einmal die Homo-Ehe erlaubt ist und alle haben dich lieb. Ah, du bist ein guter Muslim, bravo, wir klatschen. Solche Muslime mögen wir. So Muslime wie Ahmed Mansour, ja, unser Vorzeige-Araber, solche Leute mögen wir, ja. Ein Araber, der sich für Israel einsetzt, der die Palästinenser kritisiert, der mit Gott streiten will am jüngsten Tag, weil er sicher ab und zu mal Alkohol trinkt. Und was fällt Gott eigentlich ein, ihm zu verbieten, dass man Alkohol trinkt? Das sagt so, solche Leute. So, und wenn du so eine Einstellung hast, bist du sofort beliebt. Aber wenn du schon nur zu DITIB oder Miligerisch gehörst, dann bist du schon erzkonservativ und radikal. So weit ist das gekommen. Und genau, und deswegen, liebe Geschwister, ich rate euch allen eine Sache. Schaut euch bitte meinen Vortrag an, den ich
vor über 10 Jahren gemacht habe, der schleichende Euro-Islam. Und ihr werdet solche Augen machen, was ich damals gesagt habe und was jetzt passiert ist. Ihr werdet solche Augen machen. Und jetzt, was gibt es jetzt als nächstes? Es gibt eine Imam-Ausbildung in Deutschland. Und was sagen dann die Muslime? Oh, das ist aber schön. Eine Imam-Ausbildung in Deutschland. Oh, super. Ja, das ist doch wunderbar. Dann, ja, dann haben wir endlich Imame, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die Deutsch können und richtig Islam studiert haben in Deutschland an der Universität. Und da braucht man nicht mehr diese Import-Imame. Okay, Leute, wer finanziert das Projekt? Wer finanziert das Projekt Deutsche Imam-Ausbildung? Deutsche Staat. Okay. Schauen wir uns mal an, welche Debatten wir in Deutschland durch den deutschen Staat und die Medien in den letzten Jahren hatten. Welche Sachen wurden diskutiert? Kopftuchverbot, Niqabverbot, Beschneidungsverbot haben sie damals sogar beschlossen. Außer, aber das konnten sie leider nicht durchbringen wegen den Juden. Beschneidungsverbot. Und dann gibt man immer ein bisschen was. Ja, hier. What do you do to for you nun? Sie wollen schmeicheln, damit ihr schmeichelt. Ja? Wenn man Kompromisse eingeht in der Religion. Warum? Hier geben wir euch ein bisschen Zuckerbrot. Und, ja, so. Und dann lassen sich einige Muslime davon für blöd verkaufen. So, jetzt die Frage. Wie viele Moscheen wurden zugemacht ohne berechtigten Grund? Wie viele Debatten gab es über die verschiedensten Dinge? Wie wurde der Islam in Deutschland bekämpft? Ja, aber ihr habt da hier viel. Ja, wir haben hier viele Rechte, ich bin ehrlich. Wir haben mehr Rechte als in manchen islamischen Ländern. Aber die regiert werden von irgendwelchen Tyrannen, die ja indirekt durch die Kolonisation, das heißt dadurch, dass der Westen dort eingefallen ist, an die Macht gekommen sind erst. Das heißt, sie sind sozusagen der verlängerte Arm von Frankreich und England. Ich rede nicht von allem, aber teilweise, ja, hat man hier mehr Rechte. Man hat jetzt so. Die Polizeiwillkür ist nicht so wie dort, wie zum Beispiel in Tunesien, ja? Wo du auf einmal mal nachts verschwinden könntest. So ist das in Deutschland nicht. In Deutschland kann es mal sein, dass sie beim islamischen Prediger wie mir um 4 Uhr nachts die Tür aufbrechen und reinkommen, im Rahmen einer Razzia gegen die Hells Angels. Ja, April 2015. Im Rahmen einer Großrazzia gegen die Hells Angels sind sie bei mir nachts um 4 Uhr, oder war es 4:30 Uhr, 4 Uhr eingeflogen. Ja. Bestimmt wegen Hells Angels, ne? Ja, klar. Also klar. Weil mein Vater bei den Hells Angels ist, kommen sie zu mir um 4 Uhr nachts. Die wissen doch, wer bei mir wohnt. So, also, aber wie gesagt, jetzt zum Beispiel in Tunesien hätten sie mich jetzt über den Haufen gejagt. Da hätten sie mich in den Knast genommen, wäre ich heute noch drin. Das heißt also, ich muss Deutschland loben, ihr seid besser. Ihr seid besser als Tunesien. So. Aber Fakt ist ja, wir gehen ja. Wir messen ja das Land nach den eigenen Maßstäben. Und Fakt ist, dass der Islam bekämpft wird. Wenn du eine reine islamische Einstellung hast, hast du schlechtere Chancen, einen Beruf zu bekommen. Jetzt Berufsverbot für kopftuchtragende Frauen. Beziehungsweise nicht Berufsverbot, aber im öffentlichen Dienst und so weiter. Ihr wisst ja selber, was jetzt für ein neues Gesetz rausgekommen ist. So. Damals Verbot am Steuer zu fahren mit Niqab.
mit dem doofen Gelaber. Ja, wenn ich mit jemandem rede, dann muss ich ja sehen, wie der aussieht. Ach echt? Schon mal telefoniert? Ach so. Sie telefonieren nur Live-Chat mit Video. Video-Live-Chat oder wie? Haben noch nie telefoniert im Leben. Ja, ich muss ja wissen, wie der aussieht. Muss gar nicht sehen, wie der aussieht. Was mit Motorradfahrern? Also müssen die Motorradfahrer jetzt eine Plexiglasscheibe vorne haben, damit man das Gesicht sieht. Alles Show. Es gibt keine Begründung. So. Wer jetzt glaubt, dass der Staat, der diese ganzen Machenschaften die ganzen Jahre gegen die Muslime gemacht hat. Ja? Und ihr seht ja selber hier, ihr wurdet alle nicht benachrichtigt. Ihr könnt euch das vorstellen, wer dahinter steckt. Ja? So. Wer glaubt, dass dieser Staat plötzlich, um den Islam richtig beizubringen, eine Imamausbildung in Deutschland anbietet, der hat wirklich das Gehirn an der Garderobe abgegeben. Er hat wirklich das Gehirn an der Garderobe abgegeben und das ist wirklich noch harmlos formuliert. Ich könnte noch was ganz anderes formulieren. Es liegt mir auf der Zunge. Leute, lasst euch nicht für doof verkaufen. Überall in den deutschen Medien, in den deutschen Schulen wird gegen diejenigen gehetzt, die den wahren Islam verbreiten, wie mich. Sogar in Schulen, dass irgendwelche 14-jährige Mädchen mir hier schreiben und mich beschimpfen. Ich bin auch Muslimin, aber du machst den Islam schlecht, meine Lehrerin. Ist Ethikunterricht, Islamkunde und so weiter. Alles organisiert von oben. Ich kenne sogar einen Lehrer, der hat mit den Kollegen geredet und hat gesagt, ja, ich kenne den Pierre Vogel persönlich, ich kann das nicht bestätigen, wo bei mich gesprochen wurde. Könnt ihr es euch vorstellen? Das heißt, das wird alles das haben die sogar mit Ankündigung gesagt, wie sie vorgehen. Und jetzt gibt es Muslime, die glauben, dass die Imamausbildung, wo sie und überhaupt theologische Ausbildung durch Muhammad Rashid, der aus Österreich rausgeschmissen wurde, wegen seinen Irrlehren, wie zum Beispiel, dass die Hölle kein Ort der Bestrafung ist und dass Atheisten keine Kuffar sind. Dieser Typ, ja, hat den Lehrstuhl in Münster nicht umsonst bekommen. Von wem hat er den denn bekommen? Wer steckt denn dahinter? Die deutsche Politik. Wer das glaubt, dass diese Imamausbildung dazu da ist, um den Islam richtig zu verbreiten, hat das Gehirn an der Garderobe abgegeben. Diese Imamausbildung ist dazu da, um die Muslime zu Kuffar zu machen. Damit sie dasselbe Verständnis vom Islam bekommen, wie die meisten Christen das Verständnis vom Christentum in Deutschland haben. Nämlich, ja, man muss das alles nicht so wortwörtlich nehmen. Jesus ist vielleicht über das Wasser, wer weiß. Ja, Hauptsache, man ist ein guter Mensch. Genau das soll verbreitet werden. Und das ist klar und deutlich. So, jetzt habe ich nochmal die Nachrichten hier aktiviert. Und was ihr euch einfach mal durchlesen solltet, ist in Surat al-Isra, da gibt es einen Vers in Sure 17, Vers 73, 74, 75. Dort sagt Allah, ich liebe diese Verse wirklich.
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Ich lese euch kurz auf Deutsch vor. Beinahe hätten sie dich für wahr verführt und von dem abgebracht, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben, damit du gegen uns etwas anderes ersinnst, und dann hätten sie dich wahrlich zum Freund genommen. Wisst ihr, was überliefert wird, worum es hier gehen soll? Dass der Prophet Tawaf gemacht hat und sie wollten ihn nicht weiter Tawaf machen lassen. Das heißt, der Tawaf ist ja dazu da, um Gott anzubeten. Das heißt, du bewegst dich um die Kaaba, du betest nicht die Kaaba an, sondern wegen dem Befehl von Allah gehst du um die Kaaba. Und sie haben gesagt, wir lassen dich nicht weitergehen, bis du unsere Götzen berührst. Berührst. Eine Berührung an sich ist keine Ibadah unbedingt. Und dann soll der Prophet, soll ihm eingeflüstert worden sein vom Satan, soll ihm eingeflüstert worden sein vom Satan, ja, du kannst sie ja berühren. Gott weiß ja, dass du diese Götzen verabscheust. Guck mal, genau so sind heute viele Muslime. Genau so sind heute viele Muslime. Ja, ich gebe das für euch. Und sogar Leute, die so solche, die in den Universitäten was beibringen. Ja, Gott weiß ja, dass ich so bin. Ich gebe nur außen hin das vor und so weiter. Guck mal, was Allah hier sagt. Was mit diesen Leuten ist. Wenn wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht. Ja, wir machen das, diese Moschee auf und dann machen wir ein bisschen liberales Gequatsch, aber dann können wir ja vielleicht dafür noch eine Moschee aufmachen. Ja, aber die Botschaft ist verfälscht. Was nützt die Moschee, wenn die Botschaft verfälscht ist? Und dann können wir ja hintenrum vielleicht den Islam verbreiten. So kommt der Scheitan. Guck mal. Ja, du kannst die Götzen ja berühren, ja, aber Allah weiß ja, dass du es hast. Du kannst ja öffentlich für sagen, homosexuelle Ehe ist erlaubt. Gott weiß ja, was du denkst, aber dass du damit andere Leute in die Irre führst, das ist die Frage. So, dann, was wäre dann gewesen, wenn er das gemacht hätte? Dann hätten wir dich für wahr ein Mehrfaches an Strafe im Leben und ein Mehrfaches an Strafe im Tod kosten lassen und hierauf würdest du für dich keinen Helfer gegen uns finden. Es wird versucht, den Islam zu verändern. Lasst euch nicht einschüchtern. Macht weiter, liebe Geschwister. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch festigen. Und lest Sure 17, Vers 73, 74, 75. Und diese Überlieferung, die ist nicht authentisch überliefert, was ich eben gesagt habe, aber zu diesem Vers, das wollte ich nur betont haben, aber das ist, was man zum Beispiel in Tafsir-Büchern wie Barawi findet. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Macht es gut und bleibt standhaft und lasst euch, seid diejenigen, die den Islam verbreiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.